unserem Workshop im Wissensturm Radio für Kids. Jetzt stellen wir euch die drei Geschosse der Wissensturm-Bibliothek vor. Celine, Emily, Theresa, Lucia, Lena und Sophie waren für sie in der Bibliothek unterwegs und haben mit Besuchern und Mitarbeitern Interviews gemacht. Viel Spaß beim Zuhören! Wir sind jetzt hier im Erdgeschoss von der Wissensturm-Bibliothek. Und hier findet man ganz viele erwachsene Filme und Musik. Und dort gibt es auch so eine Vordersache mit dem zurzeit Thema, was gerade so in ist. Und zurzeit ist es die Olympia. Und hier gibt es auch ein Aquarium und nebendran zwei Computer mit einem Online-Katalog. Und noch ein paar Self-Check-Ins, wo man seine Bücher ausleihen kann und zurückgehen kann. Wir sind jetzt in einem Zwischenstopp für Magazine und Kaffee und eine Kaffeeecke drin. Hier gibt es sehr viele Magazine und eine sehr gemütliche Kaffeeecke, wo man Kaffee, Kakao und Tees trinken kann. Wir steigen jetzt aus dem Lift im Wissensturm im ersten Obergeschoss der Bibliothek aus und sehen gleich einmal die fremdsprachigen Medien, wo es über Englisch, Portugiesisch, Latein, doch auch Rumänisch geht. Jetzt geht es schon weiter zu der Philosophie und zu der Religion, wo es verschiedene Bibeln über römisch-katholisch, evangelisch und Islam gibt. Weiter geht es jetzt auch mit der Kultur und der Kreativität. Dort gibt es viele kulturelle Gebäude und Städte über Europa. Jetzt geht es zu den Reisen. Beim Reisen gibt es Reiseführer, doch auch Filme über verschiedene Städte oder Staaten. Und jetzt geht es schon weiter zu Haushalt und Wohnen, zu Essen und Trinken und Wohnen und Lifestyle. Das ist, sind drei Regale mit Kochbüchern oder verschiedenen Dekorationsmöglichkeiten im Haus. Jetzt kommen wir zu der Gesellschaft und der Politik. Hier gibt es viele Politiker, Filme, doch auch CDs und Bücher für das gemeinsame Leben und gemeinsam Wachsen. Gleich links weiter ist der Sport, die Gesundheit und das Wohlbefinden mit zwei Regalen. Gleich weiter geht es auch mit der Medizin. Hier bei diesen vier Regalen kann man über die Olympischen Spiele was herausfinden oder wie man gesund bleibt oder wie man sich gut ernährt. So, jetzt geht es weiter mit der Geschichte. Bei der Geschichte gibt es viele Bücher über Krieg, doch auch über Ägypten, Griechenland oder Rom. So, und jetzt sind wir auch schon bei der Wirtschaft und der EDV. Da gibt es viele Bücher für Computer und wie man ein Notebook benutzt oder wie man eine PowerPoint zusammenstellt. Jetzt kommen wir zum vorverletzten Teil, und zwar ist das Natur und Technik. Da gibt es viel über Autos, Bücher, wie auch Filme, wie sie aufgebaut sind. Und dann kommen wir auch schon zum Garten, zur Landwirtschaft und zum Wald. Hier gibt es viele Pflanzen, die man sich anschauen kann, doch auch, wie man sie einpflanzen kann. Jetzt sind wir schon beim letzten Thema, und das sind die Haustiere. Es gibt verschiedene Bücher über die Verhaltensfragen oder was für eine Rasse es ist oder das Praxishandbuch über Hunde, und es gibt auch über Ratten und Hamster etwas. So, das war's jetzt eigentlich und wir gehen jetzt auch wieder zurück, und ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Und kommen Sie doch einmal in den Wissensturm und schauen Sie sich das alles selbst an. Es ist sehr interessant, es gibt drei Geschosse mit Büchern für Kinder, doch auch für Erwachsene.
und CDs, Filme und weitere interessante Sachen. Ich hoffe, Sie kennen sich jetzt im ersten Stock der Wissenszahnbücherei gut aus und würde uns sehr freuen, wenn Sie einmal hierher schauen würden. Danke für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen. Wir sind jetzt da in der Kinderbücherei der Stadt Linz. Und wir sind jetzt gerade im Kinderbereich. Und da gibt es CDs, Bücher, Hörbücher, DVDs. Es gibt auch Spiele, es gibt auch Bücher. Es gibt sehr viele Sachbücher. Es gibt zum Beispiel ein Bett zum Entspannen. Es gibt Fantasy-Bücher, Kinderbücher und so welche zum Umklappen, Pferdebücher und vieles mehr. Es gibt auch nur einen Abteil für die Jugendbücher und Spiele. In der Jugendabteilung sind so Comics oder ja, Sachbücher über die Schule, über Länder und so. Es gibt auch viele Krimis und ja, wie Harry Potter oder so und Biografie. Wie oft halten Sie sich in der Bibliothek auf? 4 Tage, 5 Tage in der Woche. Ungefähr alle 3 Wochen. Ich bin schätzungsweise mindestens einmal im Monat hier. Einmal im Monat? In der Regel ungefähr einmal im Monat. 2-3 Mal im Monat. Welche Art von Büchern borgen Sie sich am meisten aus? Sachbücher und Romane. Klassische Literatur, also. Romane der sehr guten Literatur und manchmal auch Gedichtbände. Momentan bin ich bei den Krimi, aber nur bei den Krimi, keine Thriller und eigentlich ein bisschen, wie soll ich denn sagen, die Habsburger oder von Preußen Geschichte, sowas mag ich auch ganz gern. Belletristik, nur ein bisschen zum drüber dann. Hauptsächlich Kinderbücher, weil ich meine 3 Kinder immer mit habe. Am meisten Kinderbücher, ich habe meinen kleinen Sohn mit da hinten. Okay. Und da borgen wir Bücher für ihn aus und manchmal Zeitschriften, eine. Würden Sie was ändern, wenn Sie könnten? Was wäre es und warum? Ich würde eigentlich gar nichts ändern, denn es gefällt mir so, wie es ist. Zum Beispiel, dass hier ein bisschen ruhiger wäre, das Lesen. Also für die Zeitungen ist viel zu, ja, das mehr Abgrenzung vielleicht von der anderen Räumlichkeit. Ich bin schon eine ältere Dame und ich brauche ein bisschen irgendwas zum Sitzen, so wie jetzt, habe ich mir gerade einen Sessel gesucht, weil die sind so weit unten, die was halt mich interessieren, aber es betrifft nicht jeden. Aber ich kann mich noch bewegen, ich kann mir noch alles holen, was ich will. Nein, ich würde eigentlich überhaupt nichts ändern. Es ist so toll, wie es ist. Ich lese sehr gern englisch und französische Bücher, also wäre es super, wenn ein bisschen mehr wäre von fremdsprachigen Büchern. Aber Ein Bus direkt vor die Bibliothek. Okay, das klingt schon mal gut. Und jetzt haben wir noch eine kleine Zusatzfrage zum Thema Radio. Mhm. Welche Unterschiede sehen Sie zum Radio früher und heute? Es gibt noch einen Kultursender in Österreich. Das ist Österreich 1. Und die anderen sind Werbesender. Also früher, mindestens ist es mir so vorgekommen, als wäre im Radio nicht ganz so viele Werbungen wie jetzt, aber vielleicht ist es mir nur so vorgekommen. Heute wird alles aufgebauscht und extrem dargestellt. Mal ist es zu kalt, dann passt es wieder nicht, dann ist es zu warm und wieder passt es nicht und die Kaltfront kommt und die Hitzewelle und es ist alles immer extrem und negativ. Ich höre Ö1 und ich bin zufrieden damit. Ich tue sehr wenig Radio hören. Sehr wenig. Ich bin eigentlich da nicht involviert, muss ich sagen. Die Nachrichten vielleicht, aber sonst nicht. Sonst haben wir eigentlich sehr viel Fernsehen. Früher war das Radio die einzige Informationsquelle, weil ja das Fernsehen zu meiner Kindheit zum Beispiel hat es bei uns noch lang keinen Fernseher gegeben. Ich weiß, erst wie ich 16 war, haben wir einen Schwarz-Weiß-Fernseher zu Hause bekommen. Und ich bin jetzt 60, also jetzt kannst du ausrechnen, wie lang das war.
Und jetzt ist halt das Fernsehen mehr in dem Vordergrund als das Radio. Aber beide sind wichtig für die Information und für die Unterhaltung der Menschen. Das ist sehr schwierig. Es gibt jetzt sehr, sehr viele Sender. Vorher hat ein Sender gegeben, jetzt haben wir so viele Sender. Also das kann man einfach nicht vergleichen. Jetzt ist Radio Information, ist Unterhaltung, ist Kultur. Es ist alles vorhanden. Früher war es sehr wenig. Gell? Dankeschön. Dankeschön. Bitte sehr. Was ist Ihre Aufgabe hier in der Bücherei? Ich bin Regalbetreuer. Ich habe zwei Funktionen in der Bücherei im Wissensturm. Die eine Funktion ist, ich bin Portier beim Infopoint. Da gebe ich Auskunft, wo die Leute hin müssen, was für Kurse etc. Und die zweite Aufgabe ist hier bei der Bibliothek. Ich nehme Bücher retour und gebe Bücher aus und tue Bibliothekskarten ausgeben. Meine Aufgabe ist es, für die Kinder und für die Jugendlichen da zu sein, ihnen zu helfen bei der Auswahl von Büchern. Die zweite Aufgabe ist, wenn Bücher retour kommen, einstellen, also das Buchsortiment zu pflegen. Das ist meine Aufgabe. Wie lange arbeiten Sie hier schon und was gefällt Ihnen am meisten? Ich arbeite in der Stadtbibliothek seit 40 Jahren. Und mir gefällt sehr der Kundenkontakt und vor allem der Umgang mit den Kindern und mit den Jugendlichen, wenn man ihnen dann einfach wieder Bücher gibt, wo dann das Echo zurückkommt, dass es ihnen gefallen hat, und das freut mich. Ich arbeite seit 2 Monaten hier und mir gefällt die Atmosphäre. Also nette Menschen hier, also sehr nette Arbeitskollegen und die Menschen, die herkommen, sind halt interessiert an Büchern und viele Menschen lernen. Ich arbeite jetzt 3 Monate hier und mir gefällt das ganze Umfeld, meine Kollegen. Und das Ganze ist sehr gut. Danke für eure Aufmerksamkeit. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Noch einen schönen Tag. Tschüss!